Ihr haltet euch bereit. Phil, ich gebe dir einfach wieder das Sichtfeld an. Ja. Ich meine, solange wir meine Atombomben brauchen, wirst du wahrscheinlich die Stadt vorher so weit niederprügeln, dass ich sie einnehmen kann. Mach mal deine Angriffe dann, wenn's für, mach mal. Soll ich schon? Ja, aber schau mal erstmal, was du ohne Atomrakete alles drauf bekommst. Ja, alles. Keine Sorge, das ist auch gut so, weil ich dadurch meine Bomber level. Schauen wir mal, was du an Damage an Brüssel machst. Ja, was wohl? Der ist jetzt dann gleich gegen null. Dann kann ich nämlich mit dem Panzer einmarschieren und brauche nicht nochmal die Atombomben verschmeißen. Ja. Was auch ganz gut ist. Ich lasse einfach den Krieg outsourcen, dich einfach die Vorarbeit machen und ich mache dann die Drecksarbeit. Ja, wieso nicht? Dadurch kann ich nämlich meine Armeen leveln. Sie werden stärker und besser. Das macht mir Spaß. Bist du soweit schon durch? Gleich müsste es soweit sein eigentlich, ja. Dann mache ich mal die Kampfhubschrauber, die dürfen auch mal. Ah, die können keine Städte einnehmen. Scheiße. Scheiße! Egal, dafür kriegen sie für den Kampf Scheiße. Erfahrungspunkte. Ach komm! Die stehen genau da, wo ich sie nicht brauche. Egal. Das fickt mich jetzt schon ein bisschen. Hast die Stadt. Egal, du hast jetzt Sichtlevel auf die Stadt. Du kannst jetzt dann nächste Runde, kannst du die Stadt platt machen. Das war strategisch unklug. Ich dachte, die können einnehmen. Halb so wild. Kann sich Brüssel gar nicht entscheiden, wen sie als nächstes angreifen. So viele Menschen um meine Stadt. Da ist das Leben noch groß geschrieben. Du darfst übrigens weiterklicken oder sonst irgendwas tun. Ja, mache ich auch. Muss ja noch ein paar kleinere Truppenbewegungen machen. Oh, weißt du, was richtig geil wird? Oh. Metal, jetzt hätten wir was zum Handeln. Oder Was? willst du nicht Friedensvertrag abgelaufen. Bitte? Mit Boudica. Achso. Friedensvertrag abgelaufen mit Boudica. Mal schauen. Und Phil, du machst einfach die Stadt wieder platt. Ich halte nochmal meinen Helikopter drauf und greife dann die Stadt richtig an. Ja. So kann man es, denke ich, einigen. So. Dazu muss ich nur noch eins sagen. Ich hoffe, dass das jetzt mit Brüssel dann bald Geschichte ist. Das nervt ja richtig. Ich habe in der Zeit, wo ich Brüssel einnehmen wollte, zwei andere Städte eingenommen. Aber, naja. Ich würde sagen, das läuft bei mir. Mann, ich will doch nur eine Nation ausrotten. Wie schwer kann es denn sein? Verdammt nochmal. Das kann schwer sein. Siehe, bestes Beispiel Deutschland. Dass sich so blöd anstellt, wie ich. So wie jetzt eigentlich alle Siegermächte wollten das deutsche Volk eigentlich mehr oder weniger ausrotten. Ja. Wir haben uns zusammengerottet. Hä? Verstehst du? Ja, Wortspiel. richtig. Nein, natürlich wollten sie uns nicht alle ausrotten. Die wollten halt einfach Reparationen und alles Mögliche. Nein, das wollte ich tatsächlich nicht machen. Ich wollte. Das ist ein Schlachtschiff. Warte mal. Wenn ich mit dem jetzt angreifen wollen würde, was nicht geht. Ja, mein Raketenkreuzer hat nicht die Reichweite, die er brauchen würde. Ja, gut, das kann passieren. Ich brauche noch einen Frachter.
Weißt du, was schön ist? Was? Dass es sich, dass jetzt Samarkand wieder nach einer vernünftigen Stadt ausschaut. Das stimmt allerdings. Also Samarkand hat sich, habe ich jetzt gerade in ein paar Runden eigentlich richtig gut wieder angebaut. Die werden gerade richtig schön modernisiert wieder und repariert. Phil, bevor ich Beef, brauche ich deinen Beef kurz. Ja. Ich baue hier bloß noch gerade ein bisschen. Ach, weißt du was? Das Bauen kann ich auch. Ah, jetzt ist sie fertig mit dem Bauen. So. Dann heiz ich mal drauf. Ja, immer die Heizung aufdrehen, kennst ja. So. Brüssel, diese Sacke. Echt, diese Sacke. Wieso leckt das gerade bei mir so extrem? Voll laut. Ich kann nichts machen. Das liegt daran, dass Phil gerade... Da war gerade bei mir noch alles im Angriff ist. Ich hab auch schon meinen Kampfhubschrauber draufgeschickt. Der macht auch noch nichts. Ich glaube, Phil hat schon seine 50.000 Einheiten draufgeschickt. Und es dauert jetzt, bis die Animationen weg sind. Ich gehe mir kurz aus dem Ding holen, bin gleich wieder... So geht's los. Okay. So. Ja. Endlich ist diese Kackstadt meine, hey. Fuck you. Moment, stopp, was? Hä? Was macht denn der jetzt für ein Scheiß? Ein Glück. Kann ich in der Maria... Ganz ehrlich, eine Stadt hat jetzt bei mir gerade eben das Falsche gebaut, nur weil ihr mal nicht warten konntet und Bescheid sagt, dass ihr angreifen könnt. Das war eigentlich offiziell bekannt gegeben. Du kannst die Produktion immer noch umändern. Ja. Richtig. Das bringt mir aber leider jetzt erst was. Nachdem jetzt erst alles möglich ist. Hey, ich erinnere euch nur daran, dass ihr die Kriegsanimation wolltet. Ja. Aber, ja, das lassen wir jetzt mal so. Ja, hey, ansonsten können wir nicht diese wunderbaren Atompilze sehen und alles. Und das ist... Und die sind schon lustig. Oder dieses Drehen der U-Boote hätten wir auch nicht gesehen jetzt. Eure Stadt ist zu einer anderen Religion konvertiert. Na, wir werden ja mal sehen. Dann tu sie mal zu MPEG 4 umkonvertieren. Nein. Orthodoxe Ostkirche, wo wir gerade beim Thema sind. Ja, muss ich auch noch ein bisschen was machen. Bei mir ist auch... Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich auch. Wobei, ob ich die Missionare eine Runde früher oder eine Runde später kaufe, ist eigentlich scheißegal. Aber der ewige Kampf gegen Brüssel hat ein Ende. Darüber sind wir alle froh. Und meine Zufriedenheit ist gerade eben um 23 gesunken. Cool. Ah, stimmt, wir haben die neue... Ja, wobei, bei mir gab es eh nur Kakao und Uran. Naja, egal. Ja, aber den Kakao, den hab ich ja noch. Ja. Wollen wir handeln? Na. Ja, nächste Runde gerne. Ich brauche nämlich Geld. Ah, viel Spaß. Da bin ich der beste Verhandlungspartner. Ah, mit meinen minus 23 werde ich dir deine Wirtschaft wieder so richtig rankurbeln. Mit deinen minus 23? Ja, pro Runde. Mit meinen minus 23? Ich habe auch minus 23. Oh, shit. Silber und Kakao wird benötigt, okay. Also Kakao kannst du von mir haben. Silber habe ich ja zum Glück selber. Jetzt muss ich erstmal schauen. Hier, aufheben. Embargo von Polen, ja. Wieso blinken eigentlich alle deine Städte auf? Weil jede meiner Stadt was will. Bei mir aber auch teilweise so. Bei mir blinkt meine Stadt überhaupt nicht auf. Ja, voll lustig. Die haben wohl die Glühbirnen nichts getauscht. Tja, kann schon mal passieren. 23 Geld, ja, endlich. Ui. Kohle. Atombombe, jetzt einfach mal auf Oxford schießen, ne?
Nein, machst du nicht. Ja, ich werde auch nicht übermütig, also nicht immer. Wir haben immer noch, wir haben immer noch einen Friedensvertrag und während diesem Friedensvertrag kannst du nichts angreifen von denen. Wow, echt? Wusste ich gar nicht. Ja. Ist das ein Frachter? Ja, das ist ein Frachter. Ich brauche einen Seehafen. Abgeordnete einsetzen. Ich habe 8 Stück. So. Einmal ranglotzen hier in Samarkand. Das ist das Motto. Silber. Hey Leute, ganz ehrlich, wir haben so viel Silber. Vladivostok ist eine einzige Silberstadt. Hat die keinen Hafen oder was? Ach du Scheiße. Kaufen wir mal schnell einen Hafen. Zack. Dann haben wir Silber im Handelsnetz. Achso, Dänemark handelt schon automatisch mit mir. Wollte ich gerade schauen. Novgorod leidet Hunger. Wo ist Novgorod? Da drüben. Ach scheiße. Alle Städte verhungern wir gerade. Was ist los bei euch? So. Okay, der aus Polen kriege ich jetzt nichts. Mann, Leute, ihr müsst wirklich gegen das Embargo von Polen, ihr müsst da wirklich dafür stimmen, dass es aufgelöst wird. Das ist echt schlimm. Mit Polen zu handeln ist echt nicht feierlich. Es könnte viel besser laufen. Wo haben die Irokesen bitte noch eine Stadt? Ich glaube, die haben nur noch. Also, nö, bei mir sind sie nicht mehr da. Ja, so wie die Venezianer, die sind weg. Endlich habe ich mal eine Nation ausgerottet. So, dann dürfen sie jetzt meine Bombe ausruhen. Ja. Schau ich mal. Okay, das schaut gut aus. Warte mal. Der Bomber. Oh, darf ich beefen? Ja. Wen müsstest du denn? Moment. Ach, danke. Das Moment kam ein bisschen zu spät. Ja, passt schon. Aber so ein bisschen aufs Barbarenlager drauf. Ich find's gerade witzig. Mir gefällt's nicht, dass ich so wenig Aluminium habe und Uran. Ich habe auch kaum Aluminium. Ich habe ein Aluminium hier. Ich habe nur 33. Boah, wie viel Uran hast du? 56. Gefällt mir nicht, zu wenig. Warum zu wenig? Viel zu wenig. Ich habe dauernd hungerleidende Leute. Yay, endlich! Polen ist nicht mehr unter ein Embargo gestellt, danke. Was hat das jetzt für Vorteile für dich? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es hat auf jeden Fall was mit Trading und so. Jetzt könnt ihr auch eure Frachter zu mir schicken. Apropos Frachter, das Thema habe ich ja auch noch. Shit happens. Ich glaube, das bringt dann auch vor allem mehr Geld, weil ich weiter weg bin. Bringt überhaupt kein Geld? Meistens nicht, nein. Frachter bringen nur gegen KI Geld. So. Ja. Außerdem bist du von mir aus so gesehen nicht so weit weg. Gegen Teamkameraden, beziehungsweise Frachter zu Teamkameraden bringen kein Geld. So. Die bringen nur Produktion oder Nahrung. Ja, Nahrung, ja. Stimmt! Da brauche ich ja noch was davon. Novgorod nach ich weiß nicht wohin. Das, was am nächsten ist. Ich würde ja gern wieder mit den Deutschen oder mit den Engländern handeln.
Ach, vorbei. Das mache ich ja schon. Ich verlange von denen horrende Preise für meine Sachen. Hey, die sind echt voll froh rüber. Echt? Ich verlange von den Briten 5 Gold. Wie viel Gold? Ja, 3 Sachen. Okay. 15. 15, okay. Eine 1 und eine 5. Ja, das hat bloß gerade gestockt. Ich kam mit ihr natürlich nicht dahin. Wieso war mir das klar? Ich hab doch Silber bei mir. Wo ist denn das? Nur meckern die Leute hier. Nur meckern. Ständig meckern die Leute. In einer Tour. So, meine nächste Atombombe muss mal ein bisschen umverlegt werden. Mein Flugzeugträger. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich die angreifen soll. Werkstatt. Egal. Moment, wer führt gegen den Krieg? Niemand gegen niemanden gerade. Doch. Also Boudica gegen Co. Ja, der Weltkrieg, der ist jetzt gar nicht mehr so groß, nachdem die wichtigsten einer Nation ausgerottet sind. Zum einen die geldgebendste Nation ist ausgerottet. Zum anderen die Irokesen. Die Arschkrampen. Ja, mal, kommt vor. Boah, wenn die Werkstatt fertig haben, dann übernehme ich, glaube ich, die Stadt Kananduga Lake. Hä? Ja, das hat Sinn. Das ist ein System. Ich krieg auf Werkstätten, glaube ich, oder so ähnliche Sachen, krieg ich Zufriedenheit. Darf ich beefen? Tu dir keinen Zwang an. Ja. Da kann ich überhaupt gegen die. Gott. Schlecht. Nein, das war Vorbereitung. Das war ein bisschen für zwischendurch mal ein Snack für zwischendurch. Okay. Ich hab noch ein U-Boot. Yeah. Du könntest mit den Bazooka-Leuten auch mal nach Heiterbuch überfahren. Sag bloß, du brauchst... Und da mal die Barbaren wegmachen. Ja, komm, warte mal. Ich unterstütze dich mal. Ich habe ja noch ein paar Einheiten hier in der Gegend rumfahren. Muss ja nur was sagen. Ja, wäre ganz gut. Die erste Einheit ist schon unterwegs. Könnte ich die da oben auch mal das blöde Lager loswerden? Nachdem ich es gerade nicht so eilig habe, kann ich auch 2 Einheiten zu dir schicken. Passt dann schon. Ich kann auch eine Atombombe werfen, also ich bin da flexibel. Nein. Jetzt sag bloß, hast du was dagegen? Gegen Atombomben? Ja, natürlich. So. Alter, aber nicht so lange ich sie selber einsetze. Ah ja. Wie immer. Diese Doppelmoral hier. Echt? Was denn? Unglaublich hier, unglaublich. Achso, ja, jetzt kann ich ja, gut. Ja, weiche Satan. Aber wisst ihr, ich finde das gerade ganz nett so, wie das hier läuft. Russland geht's mittelmäßig gut. Wir standen schon mal stärker da, wir standen schon mal schlechter da. Ja, ja, bei mir geht die Zufriedenheit kontinuierlich zurück. Ja, Zufriedenheit habe ich jetzt auch nicht so wirklich. Immerhin geht's mir gut und das... Bis jetzt zur Stätte. Wann ist das vorbei? Wann ist diese Scheiß vorbei? Wie hoch ist die lokale Stadtzufriedenheit bei Chicago? Warte. Also Stadtzufriedenheit von Chicago, wo kann ich das nochmal einsehen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine insgesamt Zufriedenheit von 82 habe. Das war das Geräusch von einem
hochgehenden Mittelfinger. Der gekurbelt wird. Oder so. Hast du das gehört? Insgesamt 7 aus besetzten Städten. Ja, wie auch immer. 24 durch öffentliche Meinung, den Wunsch nach einer neuen Ideologie. Du darfst auch weiterklicken, wenn du nur Statistiken anschaust. Sehen wir das Ganze ganz anders auf. Boah, da muss ich noch eine Stadt gründen. Das ist aber gerade echt schlecht. Echte schlechte Zeit, um eine Stadt zu gründen. Ich mach das nächste Runde. Ich muss meine Ideologie wechseln. Warum? Weil meine Leute das wollen. Wie viele Minus hast du denn auf deine Ideologie? Minus 24. Bei mir minus 49, ich wechsle trotzdem nicht. Ich bin bei minus 19. Ja, du hast auch ein Plus von 82 und ich habe gerade mal plus 3. Okay. Ich habe plus 2. Das ist ein großer, aber feiner Unterschied. Genau, ja. Ich habe plus 2, aber ich habe keinen Bock auf wieder Anarchie in Russland. Das ist stressvoll. Musst du aber machen, wäre besser. Nö. Noch nicht. Solange ich die Zufriedenheit durch Werkstätten und so weiter habe, das habe ich ja bei der Ideologie, wenn ich sie wechsle, muss ich ja das Ganze erstmal wieder aufbauen. Da kriege ich ja die Punkte nicht deswegen wieder besser. Alles klar, im Schwarzen Meer ist ein amerikanisches U-Boot. Interessant zu wissen. Also ist weg. Ja. Das Gute ist... Aber es ist wahrscheinlich immer noch da. Das Gute ist, dass gerade... Nein, es ist tot. Es ist tot, Mann. Es ist tot. Diese Platte ist anscheinend schon wieder voll. Das kann eigentlich gar nicht sein, aber sie ist voll. Also muss ich sagen, wir speichern das erstmal und ich sage damit Ciao und richte Ciao von den anderen zwei Leuten aus. Wir hören uns bis zum nächsten Mal.